Hallo und herzlich willkommen zurück bei Overlord. Tja, in der letzten Folge sind wir endlich aus diesen blöden Kanalisationsstraßen rausgekommen, haben uns noch die drei Goldsäcke von der Schlange geholt und jetzt müssen wir noch ein letztes Mal da rein, um den zweiten Schmelzofen zu finden. Und du hältst den Rand. Gut. Dann wollen wir gleich mal untere Straßen 2. Wahrscheinlich sind die ganzen Zombies wieder da, die ich das letzte Mal schon erledigt habe. Aber es macht ja nichts. So. Ah ja. Eine Brutgrube für Schergen haben wir hier hinten. Die roten sind mir dadurch ja auch losgeworden. So. Wir brauchen bloß die braunen. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ah ja, dort hinten. Gut. Na? Für keinen von euch ist da was Interessantes dabei. Boah. Sind alle schon zu gut ausgerüstet. Was dabei, ja? Okay, jetzt kommen hier wieder keine Zombies. Das wundert mich jetzt. Aber ist mir eigentlich auch ganz recht. Warum nicht? Boah, nichts dabei für euch. Ihr seid alle schon zu gut. In Ordnung. Uff, dann können wir jetzt hier weiter. Ah ja. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Da kommen sie schon. Wir werden auch ziemlich viele aus der Erde kriechen. Oh. Oh, solange sie noch aus der Erde kriechen, sind sie wehrlos. Los, wie kommen denn hier noch? Boah. Ich will mal nicht hoffen, dass das hier so eine Endlosschleife ist von denen. So. Da haben wir eine Kurbel. Eine rote Brutgrube. So, dann dreht mal ordentlich. Damit dürfte das Tor da hinten aufgehen. Ja. Schade, kein Geld. Gut. Oh, ich höre schon wieder Zombies. Die Seuche in Himmelsspitze scheint ziemlich... Oh, oh. Okay, Schergen aufpeppen und in die Schlacht schicken. Hm.
Gut. Da war nichts drin. Da auch nicht. Oh. So, dann schicke ich sie noch mal hier rauf. Und schön fleißig wegsammeln. 13.000 an Gold, das dürfte reichen, wenn wir den Schmelzofen haben. Immer schön das Gebiet freimachen. Blut- und Mana-Grube. Das ist kein gutes Zeichen, wenn das hier beides zugleich an einem Ort ist. Plus einige Blutgruben. Kann sich nur um einen... Oh ja. Da haben wir einen feurigen Zombie. Oh. Und der kann Zombies beschwören, wie es aussieht. Das heißt, der muss zuerst anlaufen. Sieht so aus, als ob er in der Mitte ein paar Befehlshaber aufgefressen hätte. Er scheint die anderen zu kommandieren. Gut, dann auf ihn mit Gebrüll. So. Ja, war doch gar nicht so schwer. So. So, vier Mann an das Rad. Sehr schön. Noch eine Kiste. Da oben noch. Gut, und jetzt kommt erstmal hierher. Dann auf die mit Gebräu. Klar, ich könnte auch selber zuschlagen mal, aber manchmal denke ich da einfach nicht dran. Ah, da haben wir den Schmelzofen. Das heißt, wir müssen nur noch hier die Zombies erledigen. Ihr möchtet doch sicher nicht von einem Steinriesen zerschmettert werden. Sucht also den fehlenden Schmelzofen. Ja, wenn wir das Rad hier drehen, holen wir nämlich eine Brücke hier raus. Sehr schön. Jetzt können wir den Schmelzofen auf einem kürzeren Weg nach Hause schicken. Und da sind zwei von diesen Feuerzombies. Wie ich vermutet hatte, Lord. Da ist der Durium-Schmelzofen. Ihr müsst ihn sofort in den Turm zurückbringen. Lass mich doch in Ruhe. Los, weg mit diesen Dreckszombies. Los, der da oben fehlt noch. Achso, der ist weg. Alles klar. Gut. Er hat sogar etwas rote Lebenskraft fallen lassen. War nicht so übel. So. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. So, Schmelzofen Nummer 2 bedeutet natürlich auch, dass ich beim nächsten Mal wieder übelst viele Schergen farmen musste. Denn Durium braucht sehr viel mehr als Stahl. Auch der dritte Schmelzofen braucht dann noch mehr als Durium. Und Schergen farmen kann manchmal sehr langwierig werden. Oh.
Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Ja. Bessere Rüstung, besserer Helm. Vor allem werden wir es optisch endlich verändern können. Aber erst werden wir Himmelsspitze noch ein wenig abklappern. Wir können uns ja aber auch schon mal ansehen, was für Anforderungen der Durium-Schmelzofen bietet. Nicht nur, dass die Materialien teuer sein werden. Der Durium-Schmelzofen, ja. Herr. In ihm entsteht ein wesentlich robusteres Material, das euch standhafter macht. So, wollen wir uns das mal ansehen. Ja, und hier werden noch mehr Schmelzformen hängen in der Zukunft. So. Sagen wir mal Helm. Endurium-Material. 4500 steht unten links. Mann. Die Rüstung. 4000. Oh. Und eine der Waffen. 1500. 3000 für Durium. Was Schwert angeht. Okay. Okay, die Waffen sind 3000. Rüstung 4000. Helm 4500. Mach auf! Oh. Es gibt Arbeit für dich! Das ist ordentlich, aber es dürfte reichen von Geld her. 1150 Schergen passen in den Helm. Theoretisch könnte ich, glaube ich, jetzt schon. Ich probiere es mal. Ich glaube zwar nicht, dass das so eine geile Idee ist, aber wir packen einfach mal ein paar Schergen rein. Mal sehen, ob es reicht. Halt. Aber wenn wir von jedem 300 reinstecken, haben wir 1200. Das Schmieden wirkt äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Danach seid ihr bereit für böse Taten. Ja, und 250 von den Blauen. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich könnte jetzt schon den Helm hinkriegen und ich glaube, ich mach's auch. Oh Gott, die ganzen Schergen sind weg. Ich muss viel farmen. Gehen sie alle dahin. Mal einen Vergleich starten. Maximale Hordengröße ist jetzt auf 28. Dies ist eure Waffenkammer. Kann jetzt also drei Schergen mehr bei mir haben als vorher. Aufbewahren. So, Stahl und Durium-Helm mal vergleichen. Jo. Ist schon mal schön. Gut. Beim nächsten Mal werde ich wieder Schergen genug haben, dass auch die Rüstung und eine Waffe gemacht das werden kann. Schmieden wird äußerst entspannend auf genau. Seele. Halt endlich die Klappe! Meine Fresse, ey. Den müsste ich abstellen können. Meister der Bögen! Gut, Himmelsspitze. Da geht's zurück. Schließlich müssen wir noch die Seuche beenden. Den Fürst Ferdinand müssen wir noch erledigen. Tja, und seine Möchtegern-Braut müssen wir auch noch da rausholen. Wow. Das kommt mir gerade so wenig vor an Schergen, was wir haben. Trotzdem bei allen noch über 100. So, 5 rote. Halt, wir können ja jetzt mehr tragen. Wir nehmen noch 21 braune, 7 rote. Ja, passt schon.
So, wir ernten noch ein paar Bauern. Los. Auch ein paar mehr Bauern auf dem Konto. Keiner will sich mit uns anlegen. Ich wollte schon sagen, lassen sich doch sonst nicht so viel gefallen. So. Die Ritter sind wirklich furchterregend. Sie sind zu still. Zu still. So, noch mehr Bauern. Irgendwann haben wir die 1000 voll und kriegen dadurch einen schönen Boshaftigkeitsbonus. Irgendwie sieht das schon komisch aus. Nur einen neuen Helm, aber keine neue Rüstung, keine neue Waffe. Aber egal. Alle! So. Die Stadt ist Fürst. Mir ist die genauso egal. Lasst meine Roten in Ruhe. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Das ist so eine bescheuerte Art und Weise wegzurennen. Dreister geht's nicht, ja? Los, weg mit den Bauern, pack! So. Dann macht ihr schon mal die Feuerwand weg. Oh, scheiße. Zombies over and over. Nein. Ich hätte sie wohl doch lieber verstärken sollen. Aber wer rechnet denn auch gleich mit so einer Armee? Drei Schergen sind draufgegangen. In Ordnung. Puh. Aber ich glaube, dafür bleiben die auch tot. So, hier hinten haben wir noch nichts zu suchen. Da wimmelt's von Succubi. Und die sind heftig. Wir müssen praktisch erstmal die Seuche beenden. Gut, wir haben schon mal das Gebiet erweitert, wo wir hin können. Auch wenn es noch nicht viel bringt. Ach komm, hier machen wir noch mit weg. Tja, damit wären wir fast soweit. Beim nächsten Mal werden wir die Seuche auslöschen oder beziehungsweise mal in die andere Richtung von Himmelsspitze gehen. Dort wird es zwar düsterer sein, aber wir kommen der Seuche auf die Spur. Gut, im Grunde könnt ihr hier jetzt schon die Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann werde ich auch genug Schergen haben, dass wir auch Rüstung und Waffe machen können. Fragt sich nur welche. Entweder Schwert, Morgenstern oder Axt. Hm. Axttaktik hatte ich jetzt schon in letzter Zeit ziemlich oft. Vielleicht wäre mal ein Schwert ganz nett. Also, willkommen. Schnauze.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tata! Ja.